Ja, ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge vom Medieval Dynasty, ihr lieben Leute von heute, mit dem Hammer in der Hand, denn ich baue hier die Kräuterhütte. Als erstes brauche ich aber, wie es aussieht, einmal Holz. Dann nehme ich mal meine Schaufel, werde da mal ein bisschen die Ding wegmachen. Die Baumstumpfe da wegtun, bevor ich da weitermache. Jo. Die Kräuterhütte muss gebaut werden. Somit werden wir mal Bäume fällen. Wir brauchen Holz. Ja, ohne Hart einmal. Ich spiele mal ohne Hart. Ah ja, jetzt habe ich keine Axt mehr, keine Steinaxt mehr. Ich stelle aber gleich drei her. Stell einmal drei Steinäxte her. Wenn die kaputt wird, das wechselt dann sofort zum nächsten. Ist einfach so. So, ihr lieben Leute, neue Folge hier. So, und jetzt geht's einmal los. Mal Bäume fällen. Ah, das zeigt ja gar nichts mehr an, gell? So, ich glaube, ja genau, ich mache den Hart wieder an, weil da steht nicht einmal angeschrieben, Holzstamm und so, also da weiß ich gar nicht, wo ich hingreife eigentlich. Ja, tun wir mal weiter Holz fällen hier. Das mit Schlagen ist egal, wie viel Prozent, dann wenn ich fertig bin, bin ich fertig, aber mit dem Hart, wenn ich den ausschalte, dann zeigt er nicht einmal mehr an, wo das ist, wo ich draufschlagen muss oder wo ich es einsammeln kann. Ja, ist ja wurscht jetzt. So. Holzstamm, da drüben haben wir noch einen Holzstamm. Es wird schon wieder dunkel, Leute. Ja, ist einfach so. Ein paar Stämme brauche ich. Brennholz brauche ich auch wieder. Das heißt... Bleib da, du Sack. Okay, gehen wir zurück, gehen wir ins Bett schlafen. Wir gehen einmal ins Bett schlafen, Leute. Und dann trinke ich einmal ein bisschen Wasser. Ja, so soll es sein. Ja, mein Dörfchen fängt schon an zu gedeihen, Leute. So. Bis zum nächsten Tag schlafen mal. Dann machen wir das einmal. So, gute Nacht, ihr Lieben. Guten Morgen, liebe Sorgen. Was machst du in meinem Haus, Lorelei? Hallo. How do you do? Bist du nicht durstig, mein Schatz? Hier, nimm einen Schluck. Schön. Möchtest du um einen Gefallen bitten? Könntest du dieses Geld zum Kastellan bringen, um unsere Steuern zu zahlen? Wir haben Schulden zu begleichen. Würdest du das Geld im Kastellan bringen? Könntest du den Herold mitteilen, dass wir den Auftrag des Königs erfüllt haben? Genau. Der König hat uns nicht um Hilfe gebeten. Ah, okay. Wie geht's dir, meine Schöne? Ich habe meinen Bogen verloren oder vielleicht hat ihn jemand gestohlen. Ich bin mir nicht sicher. Egal, das ist unwichtig. Ich brauche einen neuen. Kannst du vielleicht einen herstellen? Ich bringe dir einen neuen Bogen. Bogenlos? Bogenlose Frechheit. Einen Bogen herstellen? Wie geht denn das? Ah, da muss ich in die Werkstatt gehen. Muss ich in die Werkstatt gehen, Leute. Bogen herstellen. Wie geht denn das eigentlich? Ich habe fast kein Geld, Leute. Nö, in der Werkstatt geht das Bogen herstellen nicht. Bretter, Brennholz. Mal 13 Brennholz herstellen hier. In der Werkstatt.
13 Brennhölzer herstellen, weil die brauchen es nämlich. Ja, die Stimmung ist nicht gut. Also ich glaube, habe gerade vorher gelesen, minus 14 bei der Lorelei. Bogen. Ah, ich weiß gar nicht, wie man einen Bogen herstellt, Leute. Ich habe keine Ahnung, Leute. Also ich muss mich da wirklich jetzt zukünftig noch komplett reinfuchsen da. Aber das machen wir gemeinsam. Schauen wir mal. Schauen wir uns das mal an, ne? So, Brennholz gebe ich ihr einmal da rein, der Lorelei. Brennholz. Mal 30 Stück Brennholz. Und dann gebe ich drüben auch noch ihr Brennholz. Entschuldigung, ich habe sie niedergelaufen. Auch 30 Stück Brennholz. Nö, das geht aber nicht. Gibt er mal nicht weg. Wurscht. Ich trinke mal was. Ich trinke. So, Hammer. Holzstamm habe ich keinen mehr. Okay, habe ich alle verbraucht für Brennhölzer. Leute! Aber das Lied ist so schön, Leute. Das ist super. Einmal ein bisschen da Holz hacken wieder einmal. Holzstamm sammeln. So, dann weiter Bäume fällen. Ja, dass ich endlich einmal meine Kräuterhütte fertig bekomme. Und da weiter. Ja, auf jeden Fall macht es mir richtig Spaß, das Spiel. Es wird aber jetzt wirklich sehr, sehr stressig. Ja klar, je mehr Bewohner du hast, desto stressiger wird es dann mit der Zeit. Ist einfach so. Ja, der Hacker ist gleich kaputt. Wurscht, ich hab noch welche. Wo ist das Schwein? Okay. Wo bist du? Da, du Sau. Okay, danke schön. Entschuldigung, der hat mich da einfach angegriffen. Er fordert Messer. Jetzt habe ich kein Messer mehr. Ja, wurscht. Mach meins. Ja, wenn er mich angreifen will, die Sau. Ja, Wahnsinn. Ich hab mich festgepackt hier. Schon wieder eine Sau. Ja, keine Ahnung. Ich mach da jetzt auf jeden Fall einmal
weiter. Mit der Kräuterhütte hier. Mit der Kräuterhütte mache ich da jetzt einmal weiter, weil sonst werde ich ja nie fertig. Das ist ja Wahnsinn. Stroh. Boah, da brauche ich so viel Stroh. Ich brauche schon wieder Stroh, Leute. Das gibt's ja nicht. Ja, ich brauche Stroh. Ach, Leute. Da drüben ist Stroh. Ja, da überall. Ja, muss ich alles wegmachen hier. Aber ich brauche einiges an Stroh. Aber jetzt, ja, oh ja, ich brauche wirklich viel Stroh fürs Strohdach. So, fertig, lassen wir es jetzt. So, Hammer, raus hier. Und eine schöne Brücke da hier über den Bach drüber. Das finde ich schön. Und die Kräuterhütte ist gleich fertig. Das ist super. So. Ja, wir brauchen ordentlich Stroh, nämlich. Kräuterhütte ist fertig. Was kann ich denn da eigentlich reingeben in die Kräuterhütte? Kräutertisch. Stärkungstränke, Heiltränke, andere Tränke. Vergiftete Munition. Dann kann ich ja mal vielleicht Pilzenkraut reingeben. Bärensaft. Was haben wir noch für Kräuter? Sonst haben wir keine Kräuter, oder? Johanniskraut. Nö, sonst haben wir da eigentlich nicht wirklich was. Unreife Beerevergiftung. Da kann ich da alles reingeben. So, jetzt haben wir die Kräuterhütte fertig. Sehr gut. Schauen wir uns einmal an, was wir uns noch herstellen können. Handarbeit zum Beispiel, Schaufel, Brennholz, nö, Gebäude, Gewinnung, Brunnen. Grabungsschuppen, Gebäudegrenze überschritten, 10 von 10. Produktion, Werkstatt, ich habe die Gebäudegrenze überschritten. Schmiede haben wir schon, Dienstleistung, Marktstand, Bauhütte. Lager, Materiallager, ich habe wie... So, jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal schauen, Leute. Erstens mal Fähigkeiten. Schatzjäger, 25 Schatzjäger, weiter Gegenstände im Gramm Tonvorkommen. Naturgewalt, langsames Haltbarkeitsverlust von Äxten. Werde ich auf jeden Fall... Ah, ich habe da keine. Hier haben wir was. Landwirtschaftliches Wissen, 5% Erfahrungsgewinn bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten. Ja. Sonst haben wir eh nichts mehr, oder? Nö. Karte, Verwaltung, Technologie, Wissen, nö, Technologie zum Beispiel, Brunnen, Stockzahn habe ich,
Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Wie kann ich denn eigentlich einen Bogen bauen? Sonstiges. Vogelscheuche. Karren. Beleuchtung. Stühle, Bänke. Ich habe kein Geld oder irgendwas. Somit, ihr Lieben, bleibt mir nichts anderes übrig. Mal mit der Lorelei. Minus 25 Stimmung, also das ist ganz schlecht. Ich denke, wir sind bereit, ein Kind zu bekommen. Was denkst du? Hey Leute! Ich liebe dich so sehr, dass ich mich geehrt fühlen würde, ein Kind mit dir zu haben. Treffen wir uns nach 19 Uhr bei uns zu Hause. Ich denke, wir sind bereit. Jawohl! Nach 19 Uhr zu Hause. Oh, das ist ja schön. Hä? Wer mal angegriffen? Das ist eine komische Musik ist. Naja, egal. Servus, was ist mit dir? Tamroka. Stimmung 4. See you soon. Verwenden einen Eimer. Wie kann ich einen Eimer bauen? Brennholz und Bretter. 10 Stück Bretter stelle ich mal her. Die gebe ich dann in die Tischlerei. Ich probiere erst einmal was. Zehn Stück Bretter stelle ich mal her. Nach 19 Uhr. Ich muss mir die Zeit merken. Nach 19 Uhr treffen wir uns. Ja, bin schon gespannt. Oh, meine Fresse. Ja, Lorelei. Nach 19 Uhr. Da geben wir mal die Bretter rein. Brennholz da reingeben. So. Wie spät ist es jetzt tatsächlich? 13.41 Uhr. Tag 2 im Sommer. Ja, Leute, ich kann nichts mehr bauen, Leute. Wie kriege ich das hin? Häuser. Ja, Gebäude. Ja. Leute, wie kriege ich das eigentlich tatsächlich hin? Die Gebäudeüberschreitungen wegzubekommen. Das ist die Frage. Mal Zweige sammeln, alles sammeln, was geht. Und dann wieder Handel betreiben. Ja, das muss nämlich sein, Leute. Ja, die Folge ist nämlich auch gleich vorbei. Ja, ich muss nämlich da unbedingt Bäume fällen, um wieder Holz zu sammeln, das ich dann auch verkaufen kann. Weil so soll es nämlich auch einmal sein, Leute. Und in den Wald da drüben gehen.
Ah, genau. Ich muss was essen, Leute. Und so mit Fleischbraten. Fleischbraten. So, da tue ich einmal Fleischbraten. Ja. Mal 66 Fleischbraten, Leute. Das wird ein bisschen dauern. Das wird einmal ein bisschen dauern, Leute. Das Fleischbraten. Und ja, wie schaut es mit der Folge aus? Nach dem Fleischbraten werden wir die Folge auf jeden Fall beenden. Und dann in der nächsten Folge weitermachen. Hier im neuen Jahr, 24 Jahr. Da sind wir schon längst drin. Und ja. Also, das, die nächste Folge wird dann die letzte Folge in der Session halt sein. Aber das ist eh egal, du kriegst ja eh nichts mit davon. Und tatsächlich wird es jetzt wirklich stressig. Es wird anstrengend und keine Ahnung was. Und nach 19 Uhr muss ich zur Lorelei gehen, besprechen mit einem Sohn oder Tochter. Ja, schauen wir mal. Weil ich will ein Kind von ihr. Ja, Lorelei, ich will ein Kind von dir. Das finde ich fein. Yeah, yeah. Ach Leute, ein Kind von der Lorelei, das ist ja so richtig cool. 66 Fleisch brate ich jetzt einmal, weil ich habe nämlich Hunger und Durst. Halt gut. Ich muss nämlich auch um Essen nämlich kümmern. Da lege ich auch ein bisschen nämlich gleich rein in die Truhe von dem Ganzen. Ich muss auch mal schauen, wie das jetzt ausschaut mit dem Haus, mit der weiteren Hausbahn, weil ich habe 10 Gebäude im Gesamt gebaut und wie ich drüber komme, weiß ich nicht. Das ist so richtig blöd mit der Gebäudeanzahl, dass man jetzt nur zu Beginn, also am Anfang halt 10 Gebäude bauen kann. Kriegt man ja dann mit der Zeit nie ein größeres Dorf zusammen, aber na, schauen wir mal. Na? Da können ja auch 2 in einem Gebäude wohnen. Das wäre nämlich toll. Das könnt ihr nämlich auch einmal ausprobieren, Leute. Das könnte man nämlich ausprobieren. Ja, ich schulde ihr noch einen Bogen. Wie macht man einen Bogen, Leute? Das ist einmal die Frage. Auf jeden Fall freue ich mich schon auf die Zukunft in diesem Spiel, wenn dann wirklich alles läuft und die ganzen Produktionen auch laufen. Im Moment weiß ich nicht wirklich, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Also anbauen tue ich schon fleißig und ernten und keine Ahnung was das schon, aber irgendwie läuft die Produktion nicht. In der Küche wird nicht gekocht, obwohl Sachen da sind. Die Wasserträgerin, ja, bringt einfach kein Wasser anscheinend. Also ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie das alles funktioniert noch. Also da muss ich mich noch irgendwie schlau machen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Leute. Ja, ich weiß, du denkst dir wahrscheinlich, ja, Google hilft. Nö, ich will das nicht so. Ich will das irgendwie selber rausfinden. Ja, eine Stimmung ist komplett hinüber. Das ist, schätze ich mal, meine Lorelei. Wasser wird einfach nicht gebracht. Das finde ich so richtig blöd. Wasser wird einfach nicht gebracht. Essen kommt schon. Essen kommt auf jeden Fall schon. Ja, Küchenchefin ist ja auch die Lorelei, aber kann nichts kochen. Weizen wäre zum Beispiel gut, wenn ich einmal ein Weizenfeld machen könnte. So, ihr Lieben. Dann sage ich aber danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Also bleibt dran, bleibt weiter dabei hier bei mir, bei Medieval Dynasty. Bis zum nächsten Mal, Game Over, ciao.